Hallo Römer, die Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Waren wir hier? Sind wir von unten gekommen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, sonst wäre die Tür nicht offen gewesen. Ja, willkommen zurück. Was geht? Auch hier heißt es, beziehungsweise was heißt auch, die Folge kommt vor Pokémon. Ich habe Pokémon vorher aufgenommen. Ja, falls ihr ein Rauschen hört, das ist mein Ventilator. Weil es immer noch arschwarm ist. Ich weiß nicht warum. Das ist unglaublich. Ich habe schon Fenster den ganzen Tag auf, ey. Schon seit einer Woche oder so habe ich durchgehend Fenster auf. Ich habe es nicht mehr zugemacht. Und es ist einfach so verdammt warm hier drin. In meinem Zimmer. Wahrscheinlich, weil es halt relativ klein ist. Und man... Ja. Halt. Und es ziemlich vollgestellt ist. Dadurch, dass ich ein riesen Sofa habe, so gesehen. Da mein riesen Schreibtisch und mein Greenscreen und so. Wärme wird hier schon ganz gut drin gespeichert in dem Zimmer. Aber egal. Ist ja Wayne. Deswegen Ventilator. Hilft jedenfalls ein bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen. Und... Okay. Ja, es ist der Tempel, den ich meinte, letzte Part. Beziehungsweise der Dungeon. Wie war denn das? Der macht den hoch, der macht den hoch. Das war ja schwer. Ach, Moment. Das muss ich nämlich jetzt hier hinziehen, oder? Hier hinschieben? Ich glaube schon. Weil das, wenn wir die Truhe öffnen... Deka-Schwert, oh mein Gott, nice. Doch nicht? Warum ist der jetzt... Wofür haben wir den jetzt? Ach, Moment. Nee, bringt uns auch nichts. Moment, bringt es was, darunter zu fallen? Das probiere ich ein andermal. Wir rüsten jetzt erstmal das Deka-Schwert aus. Oh mein Gott, ey, es ist so heftig, ne? Das ist so krass. Werden um die Hälfte reduziert, das ist so geil. Gegen den Boss ist das super. Wenn das gegen den Boss überhaupt funktioniert. Achso, das wäre, falls wir da runtergefallen wären, oder wie? Was? Warum hätten wir das tun sollen? Na, egal. Schalter umlegen, rüber. Jetzt ist der oben, okay. Kämpfen wir gegen den Löwen. Wir greifen sogar zuerst an, das ist super. Mal sehen, wie viel Damage Deka jetzt macht. Ich meine, er hat ja vorher schon einiges gedrückt. Aber mit seinem Deka-Schwert könnte er noch um einiges mehr drücken, glaube ich. Der ist besiegt. Zack. Ein Crit, fast 500. Oh, Alter, Deka ist einfach so ein Gott. Deka ist einfach so ein Gott. Machen wir mal einen Satan bis auf den. Normaler Angriff und ich denke, wir sollten mal ein bisschen heilen. Zumindest Selan und... Ach komm, machen wir mal alle. Wow, was ein Damage. Unglaublich. Wow. Satanbiss. Ja, ist okay. Ist okay. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Sog. Verdammt, warte mal. Zieht das nicht Leben oder Mana? Mana, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Komm, hauen wir einfach rauf. Wird schon funktionieren. Irgendwie werden die schon sterben. Die haben aber... Oh, Chaos. Schön. Schöne Sache. Chaos war super. Chaos war wundervoll. Ach ja, Leute, vergesst nicht, die Folge Pokémon zu gucken. Da ist eine wichtige Frage an euch. Nebenbei erwähnt. Ja, unbedingt reinschauen. Ihr müsst da was für mich entscheiden. Aber seht ihr dann da. Ist okay. Wir klatschen hier jetzt weiter. Na, na. Na, 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 Deka macht schön Char. Denn. Oh, es ist so herrlich, dieser Deka-Damage, ey. Das ist so unglaublich geil. Ich liebe diesen Deka-Damage, ey. Deka ist mein Lieblingscharakter in diesem Spiel, ey. Ich werde ihn vermissen. Ich werde ihn irgendwann vermissen. Okay, Wie machen wir das denn jetzt? Warte, müssen wir sie ausschlagen?
Ah, ja, okay, nice. Hat funktioniert. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es wirklich klappt. Ich drehe mich mal da. Nice, okay. Oh Mann, ey. So. Normaler Angriff. Machen wir mal einen Glutball. Ich weiß nicht, wie viel Glutball bringt. Ich hoffe, genug. Ja, ist okay. Auf jeden Fall besser als ihr normaler Damage. Das auf jeden Fall. Die müsste jetzt auch weg sein, oder nicht? Alter Vater. Okay, wir sollten auf Selan aufpassen. Wir müssen definitiv auf Selan aufpassen. So, okay. Gucken wir nochmal. Das zieht nur bei mir was ab. Und ich glaube wirklich die Mana. Ja, Deka muss nochmal angreifen, ja auch. Weißt du was, wir machen hier mal einen Stärker auf Selan. Und Selan macht, gucken wir mal, was Schock bringt. Wie viel Damage Schock macht. Ja, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so der OP-Damage, aber ist okay. Wir heilen eigentlich ganz schön viel, ne? Fällt mir gerade so auf. An sich schon, ja. Ach so, komm schon. Das dauert. Das ist immer so eine mega lange Animation. Das ist so nervig. Meine Jüde. Die haben wir auch besiegt. Das ist super. Die will ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Wie war das nochmal? So. 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 Nice. Genau. Löwentatze, die haben wir doch schon von den Löwen bekommen, oder? Ja, haben wir. Egal, setzen wir nicht ein. Oder geben wir keinem. Wo kommen wir hier hin? Zu einem Schieberätsel. So, so. So, so, so. Nice. Easy. Okay, hier müssen wir definitiv wegbomben. Sieht man ja schon, ne? Ich will die bekämpfen, bitte. Obwohl das auch ein... Warte mal, was macht Todeskuss? Ach ja, das ist ja... Aha, ja, stimmt. Machen wir so. Normalen Angriff. Und machen wir mal eine Chaosbombe. Ich weiß nicht, wie viel wir bei den Gegnern an Damage machen. Boah, Fumi macht einiges. Fokus. Oh nein, warte, ist das nicht dieser Instant Death? Ich glaube, Fokus ist der Instant Death. Oh Mann, hör mal auf. Oh, es funktioniert nicht, zum Glück. Okay, auf wen jetzt? Auf Selan. Selan ist okay, glaube ich. Ja, gut. Wäre sie gestorben, wäre es okay gewesen, denke ich. Das wäre kein Problem. Alter. Oh, dieses schöne Deka-Damage. Es ist so herrlich. Es ist so fucking herrlich. Fumi macht mehr Damage als Selan, ey. Ich glaub's nicht. Es ist unglaublich, dass Selan einfach echt null Damage macht. Aber gut. Ist es halt so. Ich weiß nicht, wo wir zuerst lang müssen. Nein. Zauber Selan. Zack, zack, zack. Mal alle auffüllen. Ich gehe mal hier lang. Okay, hier mussten wir zuerst lang. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Speichern, ja, machen wir mal. Medusas besiegen. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was wir hier jetzt machen müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt richtig sind, ob wir hier schon hin müssen. Ob hier irgendwas ist. Ich habe null Ahnung, Leute. Echt nicht. Treffen wir hier vielleicht nochmal Edura? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach echt nicht. Das ist mein Problem. Aber egal, Blitz, komm schon, dein Ernst. Nein, die Medusa angreifen. Danke. Besiegt? Ja, besiegt, okay. Wenn wir Glück haben, besiegen wir die Medusa jetzt auch schon. Ja, mit Chaos sowieso. Die ist besiegt. Nach Dekas Angriff. Nice. Mutschub. Ich weiß nicht, wo wir... Okay, wir müssen da oben zuerst lang. Zuerst hier. Vorher nochmal, ja, halt Doki nochmal alle, ja. Und ich weiß nicht, auf wen wir treffen. Ich weiß es nicht.
Nochmal Irura, okay. Jedes Mal, wenn ich etwas vorhatte, habt ihr mir dazwischen gefunkt. Jetzt kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. Na, wovon redest du? Mein Meister Amon, er wird mir nicht verzeihen. Amon? Er ist einer der vier Höllenfürsten, der Herr des Chaos. Er hat mir einmal vertraut. Und dank euch habe ich dieses Vertrauen verloren. Ich habe nichts mehr zu verlieren, aber ich kann euch nicht leben lassen. Sagt auf Wiedersehen. Manidora, komm, du hast keine Chance gegen uns. Du hast es schon zu oft versucht und es hat einfach mal kein einziges Mal funktioniert. Ich glaube, er hat es erst einmal versucht, oder? Aber er hat Selan gerade echt schön Damage gedrückt. Das ist nicht so gut. Und wir drücken ihm gerade keinen Damage. What the fuck? Greif mal bitte Deka an, okay? Greif mal bitte Deka an. Weil dann kann er Oh, verdammt. Selan ist tot. Sind wir überhaupt schon richtig? Ich habe das Gefühl, wir sind hier ein bisschen falsch. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind hier... Wow. Habt ihr gerade dieses schöne Damage gesehen? Als ob ich mich gerade selber angegriffen habe, dein Ernst? Mann. Chaos, schönes Damage. Alter, DK ist so... Idura würde sagen, DK ist so schnuckelig. Ah. Dann machen wir mal einen Satanbiss. Und bitte noch einmal versuchen, Stärke einzusetzen. Oh Gott. Heilt nicht unbedingt viel. Eieiei, aber Satanbiss macht schön Damage. Auf jeden Fall. Ja, normaler Angriff. Wir setzen mal... Haben wir noch Heiltränke? Ja, haben wir noch. Dann kriegt Selan einen Heiltrank. Und nochmal stärker auf mich selber. Gut, dass das kommt. Oh Gott. Macht nichts Falsches. LOL! Bitte ein Heilsirup. Auf DK. Und bitte ein Stärker auf Guy. Duradonner? Heieiei, Alter. Warum ist denn der Kampf so krass? Ich glaube, wir sind hier echt nicht richtig. Ich glaube, wir sind noch zu früh hier. Ich habe echt das Gefühl, wir sind hier zu früh. So, setz du mal Heilsirup auf Guy ein. Und ich setz einmal stärker auf mich selber. Ruft Verstärkung, ist schön. Das ist okay, das ist super. Das kann er gerne machen. Das kann er sehr, sehr gerne machen. Heieiei, ey. So und einen Heiltrank, bitte. Es war halt echt scheiße gelaufen, dass das Deka sich selber gekrittet hat. Das war echt für'n Arsch. Das war hart für'n Arsch, ey. Heieiei, ey. Wir sind hier falsch, oder? Wir sind hier locker falsch, Alter. Paralyse? Verdammt, den Gegner zu bewegen, das klappt nicht immer. Heilschlaf? Heilt alle Verletzungen des Anwenders. Wir setzen mal stärker ein. Und wir setzen nochmal stärker ein. Vorsichtshalber, immer sicher sein, ne? Jetzt müssen wir nämlich auf jeden Fall hundertprozentig alle voll sein. Jetzt nach meinem Stärker noch genau. Definitiv sind wir jetzt alle voll. Ja, nice. Halt, Deka ist so der Einzige, der mega das Damage drückt. Beziehungsweise allgemein. Machen wir mal einen Glutball. Iduradonner, nein, der macht so mega Damage. Obwohl auf alle vier verteilt, ist das nicht so stark. Stimmt eigentlich. Wow.
Damage. Übertreib bloß nicht. Haja. Okay. Donnerschlag macht auf ihn auf jeden Fall Damage. Kommt, den besiegen wir locker eigentlich. Eigentlich müssen wir den locker in der Tasche haben. Eigentlich auf jeden Fall... Ach Mann, warum denn immer auf Selan? Ist das denn ernst? Kannst du nicht Doki oder Deka normal angreifen? Meine Güte. Wenn er jetzt besiegt ist, ne? Gut. Nein, normal, normal. Weil Selan will, sollte doch schon die Erfahrungspunkte bekommen. Die ist ja eh schon so... Hoha! Ein bisschen unterlevelt. Also von daher... Ja, okay, ey. Fuck. Das ist krass. Ein Satanbiss, bitte. Stärker auf Guy und stärker auf uns alle. Ha, 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 ha. Na, na, na. Okay, ja, Guy dürfte jetzt auf jeden Fall wieder aus der Gefahrenzone draußen sein. Oder? Ja. Satanbiss ist schön. Satanbiss ist ein schöner Angriff auf jeden Fall. Nice. Oh. Besiegt. Schöne Sache. Oh, ihr werdet aus diesem Tempel nicht entkommen. okay. Denkst du? Hey, Iris, na? Iris, warum bist du hier? Idora hat mich gefangen. Aber warum ausgerechnet dich? Warum hat er dich entführt? Ich weiß nicht, doch habt Dank für meine Rettung. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Lass uns von hier verschwinden. Selan, bitte. Gerne. Fluch. Flucht. Flucht. Es funktioniert nicht. Der Zauber ist blockiert. Was war Idora? War ja klar, dass er die... Dass er noch... ich kann diesen Akzent gerade nicht... War ja klar, dass er noch etwas Fieses macht, bevor er verschwindet. Jetzt kann ich wieder. Wir haben keine Wahl, wir müssen zu Fuß raus. Okay. Was? Der Tempel stürzt ein. Das ist also Iduras Abschiedsgeschenk. Der muss immer das letzte Wort haben. Los, wir müssen etwas unternehmen, der Fluchtzauber ist blockiert. Was können wir tun? Es muss irgendein Gerät geben, das den Zauber unwirksam macht. Wie kommst du darauf? Idora ist tot, aber die Magie wirkt noch. Das heißt, irgendetwas muss die Magie erzeugen. Was könnte es sein? Gut, lass uns herausfinden, was das ist. Okay, das tun wir. Locker easy. Der Spacken ist noch da? Dorthin. Hätte man sich nicht auch von dem einen Fleck hier rüberziehen können? Um dann hier unten zu landen, irgendwie? Egal. Einmal bitte. Zauber. Stark. Nicht, dass uns gleich irgendwas begegnet. Und wir am Arsch sind. Okay. Wo zur Hölle sind wir hier? Die Truhe will ich haben. Wutring, okay, der klingt interessant. Wir müssen den Part aber auch gleich beenden. Wutring. Mut hoch. Nee, scheiße. Den brauchen wir nicht. Oh, Moment. Das hätte ich fast übersehen. Zack, zack, zack. So, das geht runter, dann könnten wir jetzt gleich wieder hochgehen, aber ich will erstmal noch hier lang gehen. Und gucken, was hier so ist. Ich will nicht gegen diese Fackel... Mann, ich will nicht mehr kämpfen gerade. Los, besiegt sie alle. Ja, ich spule das gerade vor, tut mir leid, Leute. Aber ich will den restlichen Part jetzt nicht mit diesen scheiß verdammten Kämpfen wasten. Hier können wir noch durch... Müssen wir hier lang? Nee, wie es aussieht, nicht. Oh Mann,
Nicht dein Ernst. Mann, Troll, geh weg. Danke. Multischwert bekommen, aber das ist unnötig. Das brauchen wir nicht. Okay. Ich denke mal, das können wir noch in den Part schnell machen. Das können wir noch machen. Haben wir ein bisschen längeren Part, Leute. Stört euch ja meistens nicht, ne? Aber gut. Okay, nein, wir beenden den Part hier, Leute. Es tut mir leid. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!